Damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Pokémon Legenden Arceus. So, wir waren stehen geblieben, nämlich dass wir hier rein wollten. Ab ins Hauptquartier der Galactic Expedition. Oder der galaktischen Expedition. Da müssen wir hin. Oder? Es sind Nebenmissionen verfügbar. Welche möchtest du überprüfen? Seltenes Ponita gesichtet. Dago behauptet, ein seltsames Ponita gesehen zu haben. Bitte finde mehr heraus. Es gibt keine weiteren Missionen. Also gehen wir nach oben. Treppen hochlaufen. Da sind wir. Saluna, sagst du? Also können auch Pokémon, die keine Könige oder Königinnen sind, in Rage geraten. Von Diam und Perla habe ich zwar noch nichts gehört, aber heißt nicht, dass wir untätig bleiben dürfen. Inazu, ich möchte dir vielmals danken, dass du uns über Ursalunas Zustand informiert hast. Unser Anführer ist beschäftigter, als er aussieht, und die Wächterin von Ursula hat mich eiskalt abgewiesen. Ihr von der galaktischen Expedition seid die einzigen, an die ich mich noch wenden kann. Die Wächterin von Ursaluna ist Yugao vom Pearl-Clan, nicht wahr? Vor allem Wächtern und Wächterinnen ist sie die starkköpfigste, sie legt großen Wert auf alte Gepflogenheiten. Es gibt eine neue Mission für dich, Troplay. Mach dich auf zum Roten Sumpfland und untersuche, was mit Ursaluna geschehen ist. Du darfst auch offensiven Druck ausüben, wenn die Situation es erfordert. Als nächstes sollst du das Rote Sumpfland erkunden. Die Pokémon dort sind bedrohlicher als jene im Obsidian-Grasland. Dein Weg wird dich durch eine raue Landschaft führen, über steile Täler und Küstenklippen. Mit deinem jetzigen Mitgliedsrang kannst du dich ins Rote Sumpfland vorwagen. Ich habe Informationen für dich, die dir bei deiner Mission von Nutzen sein werden. Die Wächterin von Ursaluna findest du in den Ruinen des Trostes im Roten Sumpfland. Wow, das waren ja Informationen, die waren ja so unglaublich. Sonst ist hier weiter nichts, ne? Nein, gut. Das heißt also, wir haben Pokémon der Stufe. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, nach unten drücken war das. Wir haben Pokémon der Stufe. Welche Pokémon habe ich denn dabei? War die falsche Taste, also rein theoretisch. Das ist die Taste. Der Stufe 20 bis 15. Wir haben Aufgaben bis 22. Kinoso hatte ich jetzt bisher noch nicht gefunden. Eine Pokémon Kokeshi herstellen. Das sollte ja keine große Herausforderung darstellen. Ich glaube, hier kann ich auch basteln. Glaube ich. War doch so, oder? Untersuchen. Hier kann ich nur schlafen. Hier habe ich nur meine Kiste. Hier kann ich gar nichts herstellen. Na gut, dann reisen wir mal ins nächste. Oh. Land. Oh, Troplay. Du kommst wie gerufen. Das Schicksal will wohl, dass wir miteinander kämpfen. Gut, dann kämpfen wir. Nach einem spannenden Kampf verstehen Pikachu und ich uns hoffentlich noch besser. Ich habe 2 Pokémon. Ich habe 6. Igelava. Pantimimi. Kraft. Krafttechnik. Und Verbrennung erleidet. Ja.
Hypnose. Oh, verdammt. Wird schläfrig. Ungünstig. Luxio. Ist. Pantimini wurde besiegt. So, Pikachu, jetzt bist du dran. Tempotechnik, I. Bin ich kein großer Fan von. Aber gut, dann kriegst du nochmal einen Biss ab. Und den darf er wieder zweimal einsetzen. Nein, doch nicht. Ich nehme Tempotechnik. Oh, der hat gesessen. Wenn Pokémon ihre Attacken einsetzen, komme ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Schön, 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 schön. 20, 20. Oh je. Jetzt ist Pikachu sicher sauer auf mich. Danke für den Kampf. Nimm diese Anleitung. Gleichspray, okay. Weißt du, ich untersuche gerade die Verzerrung des Raum-Zeitgefüges. Hast du schon davon gehört? Sie sollen in letzter Zeit an verschiedenen Orten auftreten. In diesen Verzerrungen gibt es tolle Items zu finden, aber auch viele starke Pokémon. Pass gut auf, falls du dich hineinbegibst. Also dann, gehen wir zum Sumpfland, zur Sumpflandbasis. Was ist hier zwischen mit dem Gebiet? Und hier mit den Gebieten? Wir gehen einfach mal hin. Rotes Sumpfland. Das hier ist das rote Sumpfland. Hier gibt es unter anderem Pokémon, die Gift einsetzen. Ich habe von deiner Mission bereits gehört. Zu den Ruinen des Trostes geht es da lang. Eigentlich gar nicht weit. Niemand weiß, wann und wo Verzerrungen des Raumzeitgefüges auftreten. Ich werde zunächst einmal im Sumpfland danach Ausschau halten. Es wäre schön, wenn man sie einfach auf der Karte sehen könnte. Verzerrungen des Raumzeitgefüges sind gefährliche Orte, an denen mächtige Pokémon lauern. Wenn du aber mutig genug bist, sie zu betreten, kannst du dort auf seltene Pokémon oder Items stoßen. Dann widmet euch mal voll und ganz der Pokémon-Forschung ihrer 2. Aber passt auf, dass ihr euch nicht übernehmt. Falls euch die wilden Pokémon zu stark sind, sucht vielleicht mal den Übungsplatz auf. Dort kann Belila dafür sorgen, dass eure Pokémon starke Attacken erlernen. Na gut, ich denke mal, an den Attacken liegt es jetzt weniger, ne? Hey Duda, du bist doch der Junge aus dem Forschungstrupp, über den alle reden. Es gibt ja etwas, bei dem du mir unbedingt helfen musst. Ich will mehr über das anmutige Pokémon namens Roselia erfahren, an dessen Händen wunderschöne rote und blaue Blüten wachsen. Ich habe mich extra für den güldenen Feldern aufgemacht, nur um Roselia zu beobachten. Aber das reicht mir nicht mehr. Wärst du so lieb, mit Roselias Pokédex-Eintrag zu zeigen, sobald du ihn vervollständigt hast? Nehmen Mission Stufe 30 oder Nummer 3? Weiß ich gar nicht, ist das eigentlich das Level oder ist das die Stufe? Ich glaube, das ist... beziehungsweise die Nummer. Wir laufen erstmal los. Da ist ein Enton. Wie konnte das Pokémon mich eigentlich sehen, hä? Kann mir erstmal jemand erklären? Ein
Venuflibis. Venuflibis? Keine Ahnung. Setze Donnerschock ein. Ich hab's zwar paralysiert, aber das hat noch nichts zu bedeuten. Bis. Und Ruckzuckhieb. Nochmal ein Biss. Und besiegen wollte ich es jetzt nicht, aber okay. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das ja ein Pokémon ist, aber nö. Achso, okay, das ist auch kein Pokémon. Das hier sind einfach nur Gräser. Geh dich von mir weg. Ich habe das Parasekt doch eben gerade voll erwischt, oder nicht? Das ist nicht sehr effektiv. Jetzt Giftpuder. Na super. Fuchs hier wurde vergiftet. Stachelspore ein. Hat keine Wirkung. Ruckzuckhieb. Okay. Ach, das ist Stufe 27, deswegen. Na, dann werfen wir einen Pokéball. So ein Parasekt der Stufe 27? Nehmen wir doch gerne. Einsatz von Biss gesehen. Ernsthaft? Das fehlt mir noch? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte... Nein. Nach oben. Ist noch vergiftet oder nicht? Luxio? Nee, ist nicht mehr vergiftet. Okay. Halt. Könnte ein Kleinstein sein, ne? Ja, war richtig. Ein Kleinstein. Stufe 23. Okay. Mama! Igela war, genau. Glutwürdiges Ringruckzuckhieb bringt was. Oder auch nicht? Glut wird doch nichts. Das gibt's ja nicht. Der nutzt da seine Rauchwolke und da kann ich nichts gegen machen, oder was? Komm. Okay, es bringt nichts. Ich glaube, ich werde hier gerade von einem Kleinstein richtig böse fertig gemacht. Ein Stavia. Eroas. Hat keine Wirkung. Hehe. Nein. Eroas, komm nochmal. Besiegt. Dann kann ich schon wieder schön zurück.
und einmal ein bisschen schlafen. Und meine Pokémon hochheilen. Das ist kein Kleinstein, ne? Was ist das für ein Pokémon? Pokémon könnte ich fangen, aber es will sich nicht fangen lassen, weil ich es nicht überrasche. Doch, ein Knospi. Und noch bei Tageslicht gefangen. Nee, ein Enton. Enton brauche ich jetzt nicht. Stufe 17, noch nicht gefangen. Von hinten erwischt. Überrascht, komm. Yes. Oh, da hinten ist noch ein anderes Pokémon, was ich, glaube ich, noch nicht hatte. Ja, vorsichtig rangehen, weil das könnte mich vielleicht sehen. Zierpeise. Bam, auch von hinten. Ha! Höhere Chance, sie zu fangen, habe ich gehört. Ich will jetzt nicht in das Raumzeitgefüge reinrennen. Oh, da ist nochmal so eins. Wenn man hierher kommt, das wäre nice. Hab mich noch nicht wahrgenommen. Dreh dich. Andere Richtung. Von mir weg. Nicht auf mich zu. Yes! Bin ich da? Will das nochmal fangen? Oh, das war doof. Wollte? Nein. Das wollte ich. Exemplare, Großexemplare, Exemplare besiegt. Eins, mit Attacke vom Typ Flug besiegt. Okay. Muss ich nur einmal drehen. Überrumpelt, ha! So, und jetzt mit Flugattacken besiegen. Ich drücke immer die falsche Taste, wenn ich irgendwas sehen möchte, ne? Nochmal mit einem Flug besiegen. Okay.
wir doch mal, wo wir noch einen finden. Da vorne ist noch einer. Sind sogar zwei. Hinschleichen. Yes, überrumpelt wieder. Komm mal mit dem Stoß. Das ist ein richtig großes Gebiet, ne? Möchte ich mal ganz kurz anmerken. Jetzt brauche ich 6 davon. Aber Exemplare besiegt 3. Schwerfällig gemacht. Oh, wie mache ich denn das schwerfällig? Krafttechnik gesehen. Einsatz von Säurespeier. Großes Exemplar gefangen. Elite-Pokémon gefangen. Oh. Okay, also jetzt heißt es nur noch fangen. 3 Stück. Das ist egal, ich brauche ihn jetzt nur einmal erwischen. Danke für den Säurespeier. Und wir fangen dich mal ein. Wunderbar, jetzt muss ich nur 2 fangen. Und ein großes Exemplar gefangen. Das lief ja besser als erwartet. Da ist ein Enton. Ein Enton. Ich könnte jetzt hier hochgehen, aber das will ich ja noch nicht. Eine Sekunde. Will den da haben. Was ich die hier runter. Wir es nochmal mit dem Einfangen. Kunde, warte. Welche waren das? Löchriger Aprikoko. Wo haben wir sie? Schwerfällig. Damit könnt ihr das andere schwerfällig machen. Das ist schon mal gut. Na komm, ist das? Sollst du es essen? Schwerfällig wird nicht auf mich zukommen. Jetzt überrascht? Nein? Zipurze, Stufe 8. Danke. Zipurze habe ich doch selber. Vorne ist wieder einer. Den will ich jetzt schwerfällig machen. Okay, komm. Und nochmal einen Windstoß.
Es heilt sich hoch. Okay, nehmen wir zur Kenntnis. Dann kriegst du noch einen Ruckzuck-Kebab. Paralyse ist jetzt echt nicht das, was ich gebrauchen kann, ne? Aber wir brauchen drei zum Fangen. Nummer 3, schwerfällig gemacht. Alles super. Und die Level steigen. Oh, und ein zweites großes Exemplar gefangen. Würde ich sagen, der Pokédex-Eintrag sieht eigentlich schon richtig gut aus. Nur die Krafttechnik haben wir noch nicht gesehen. Aber ich sag mal, das ist vertretbar. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo war denn das? Wo muss ich da hin? Da vorne hin, ne? Nein, 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 nein. Ah, puh, das war knapp. Oh. Da habe ich hier gleich noch was zum Fangen. So, einmal kurz ausruhen. Genau, den will ich haben. Und dreh dich um. Dreh dich um, Nibulak. Schönes Nibulak, komm. Ach, geil. Nibulak gefangen. Uah. Du denn da? Nachts gefangen. Exemplare besiegt. Mit Attacke vom Typ Geist besiegt. Einsatz von Erstauner gesehen. Mit einer Knallkugel erschreckt. Exemplare, die sich entwickelt haben. Okay, das heißt also, den nächsten muss ich eh noch. Kannst mich gar nicht sehen. Ich bin hinter einer Wand. Das Ding hätte mich gar nicht sehen können. Okay, Nebulak Stufe 20 gefangen. So, und jetzt muss ich einen noch besiegen. Kommt doch auf. Ah! Überrumpelt! Windstoß! Ich glaube, ich habe gar keine Geistattacken. Ruckzucki. Das ist Plus. Die Stärke von Feuerattacken ist gesunken wegen Regen. Ich könnte ihn jetzt nochmal fangen. Stimmt, ich muss 3 Stück eh fangen. Komm, dann fangen wir den. Warum nicht? Und nachts gefangen. 3 von 5. So, lieber Professor, dann reden wir mal mit dir. Ich sehe, hast du 9 Pokémon gefangen. Bitte erstatte mir Bericht darüber. Gut, Pokédollar. Du scheinst mit deiner Forschung ja gut voranzukommen. Lass mich mal sehen. Hm, faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Vollständig? Zerpeise noch nicht? Nein. Was? Staravia auch noch nicht? Luxio auch noch nicht? Igel war an. Was? Achso, das sind die aktualisierten Einträge. Okay. Was möchtest du jetzt machen? Nichts. Okay, jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken. Ach, Mann. Ich will immer Plus drücken, weil ich normalerweise bei Spielen bei Plus ins Menü komme.
heißt, hier habe ich das Forschungslevel vervollständigt. Okay. Parasek ist klar. Idifas, ja gut, den müsste ich wahrscheinlich finden. Exemplare gefangen. Davon haben wir einfach noch zu wenig. Anton. Besiegen. Fangen. Paras das gleiche. Kleinstein auch noch nicht. Achso. Ich möchte aber Hisu-Region, Obsidian, Grasland. Achso. Okay, jetzt macht das natürlich alles einen Sinn. Togepi haben wir noch gar nicht gesehen. Editzer haben wir erfolgreich. Wampel. Fehlt mir echt noch eine Sache? Ein leichtes Exemplar fangen? Und noch zwei Exemplare besiegen. Bonita, Galoppa, Pikachu. Nur besiegt, aber noch nicht einmal gesehen. Mamfaxo. Gefangen haben wir eins. Zerpurze haben wir. Driftlon. Jetzt ist auch nicht mehr viel. Zerpeise. Aber es gibt nicht irgendwie... Oder ist das hier die Gesamtansicht? Ach, das hier ist die Gesamtansicht. Ah, okay. Vergesst es, vergesst es. Okay. So, Kleinstein. Kann ich hier... Warte mal. Kann ich hier sehen, gegen was er anfällig wäre beispielsweise? Nee, ne? Nee, das wird hier... Es ist ein Käfer-Pokémon. Amiplex hatte ich noch nicht. Abra habe ich schon mal gesehen, aber immer noch nicht gefangen. Besiegt auch noch nicht. Relaxo. Haspiror habe ich auch noch nicht wieder gesehen. Viscora erst recht noch nicht. Glaziola auch noch nicht. Pichu. Pantimimi. Okay, Leute. Also, wir haben noch einiges zu entdecken und einiges zu erledigen, aber ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Wir haben jetzt erstmal heute wieder viel gefunden. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.